Ein herzliches Willkommen euch allen zum Jubiläum, zum 10. Folge von Tom Long. Ui. Ja, es wird nämlich auch ein Longplay, so wie es aussieht, und kein Shortplay, wie wir erst dachten. Ja, ich habe wirklich gedacht, es wäre wesentlich kürzer, aber durch diese Dialoglastigkeit zieht es sich doch etwas in die Länge. Und Wir haben ja schon gelernt, dass wir möglichst nicht so an Land gehen sollten, ne? Genau. Weil uns da das Spiel abstürzt. Ja, so sind wir zurückgekommen aus dem Daten-Nirvana und versuchen es ein weiteres Mal. Indem wir einfach in diese Kiste steigen. Genau, wir gehen in die Kiste, weil wenn wir nämlich hier hingehen, dann dürfen wir nicht weiter. Deswegen steigen wir in dieses schicke McCain-Kistchen mit der absolut unauffälligen Schleichwerbung. Naja, Schleich ist ja nicht, das Spiel ist ja von McCain. Bestimmt. Vielleicht solltest du da aber einen Balken drüber tun oder McCain sollte uns dafür bezahlen. Ja, das schon, ne? Das Spiel. Ja. Okay, weitergehen. Ah, das ist ja praktisch. Der Typ hat gar nicht seine Kippe an, sehe ich gerade. Egal. Nee, stimmt. Da steht noch einer. Was ist das denn? Weiß nicht. Das ist Friseur. Das ist der Seifenhändler, glaube ich. Ach so. Mit dem wir diesen Endlos-Dialog führen müssen, den wir schon mal auf Screen probiert hatten. Ach so. Ja, der. Der ist bestimmt so ein schmieriger Kollege. Wenn er schon Seifenhändler ist. Ja, da ist gut, nichts dann zu reden sehen. Mit ihm. Ein Seifenhändler. Dann talken wir mal mit ihm, ne? Genau. Was kann ich für dich tun, junger Mann? Oh, hören Sie bitte auf zu seufzen. Ich werde depressiv. Ja. Du hast gut reden. Das bin ich schon seit Jahren. Standardantwort, Doppelpunkt. Klar. Ja, aber warum denn nur? Ja. Ich bin unglücklich verliebt, mein Junge. Ja, es ist ja tragisch. Schütten Sie mir doch Ihr Herz aus. Ich habe auch so Lust darauf. Und wir erst, genau, ja. Ich bin nur ein schmuddeliger Schmierseifenhändler. Und sie, ist die flotte Bardame im Saloon. Und der soziale Unterschied, der macht ihn nicht mal eine Annäherung unmöglich? Er macht ihn eine Annäherung unmöglich? Unglaublich, ey. Ja. Nein, das eigentlich jetzt nicht. Ich bin nur so, so unglaublich schüchtern. Ach ja, ich wünschte ja, also ich aus tiefstem Herzen natürlich, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Ja, nicht, dass mich das irgendwie langweilt, aber gut. du bist ein findiger Junge. Wow. Ach, vielleicht könntest du mir tatsächlich helfen. Logisch. Ja. Ja, natürlich! Ich bin doch der absolute Adventure-Held hier. Ja, das Spiel trägt meinen Namen. Der Retter aller hilflosen Schmierseifen-Opernhändler. Ja, super. Dann könntest du mir einen großen Gefallen tun. Vielleicht, ne? Also, was springt denn da für mich raus? Hm? Umsonst mache ich nicht hier Seifenhändler. Umsonst kann man da sterben. Genau. Ich gebe dir einen hochromantischen Liebesbrief. Prima. Ach nee, Quatsch. Klasse. Nur her damit. Da kann ich ja direkt noch was lernen vielleicht von dir, du. Ja, vielleicht für. Wie heißt die wir da zurückgelassen haben bei Merlin Helen oder Elena? Du, oder die war so unbedeutend. Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich glaube Helen, aber sicher bin ich mir nicht. War ja nur unsere Freundin. Den Brief überbringst du der Saloon Lily. Oh, ich bin dafür zu schüchtern. Du, ich bin wie die Bundespost, ne? Also ich nix umsonst, Mister. Oh hey, was, du bist ja so gemein. Ja. Für die Überbringung des Briefes bekommst du eine Exklusiv-Schmierseife. Ja klar, einsacken. Oh, wieso nicht? Wer weiß, wozu ich die noch brauchen kann, ne? Ja, kann man nie wissen. Mit meinem zugegebenermaßen etwas schwierigen Autogramm darauf. Im Voraus. Ja, ich tu's ja. Ich bin begeistert, an diesem Plan teilhaben zu dürfen. Ich stehe zutiefst in deiner Schuld. Hier hast du Liebesbrief und Schmierseife. Boah, ey, was für eine Kollektion. Geil. Voll. Ja. Meine angebetete Saloon-Lilly befindet sich... vielleicht im Saloon? Schon kapiert, ich bin ja schon unterwegs. Juhu. Boah. Wow, wir haben einen Brief und wir haben Seife. Kannst du den Brief aufmachen? Ich wollte gerade überlegen. Reingucken. Oh. Privat. Privat.
Kann man nicht schnuppern an der Seite? Es fehlt hier so ein Riechsymbol irgendwie. Ja, finde ich auch. Finde ich fehlt in vielen Adventures, ja. Gab's sowas nicht irgendwie mal in... Hattest du nicht mal von Larry 7 oder sowas erzählt? Ja, da gab's das auch. In Space Quest, glaube ich, gibt's auch ein Symbol für Riechen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube in Space Quest 6, ja. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Geh doch mal in den Saloon. Okay. Hallo Junge, wo willst du denn hin? Ja, wohin wohl? In den Saloon natürlich, sonst würde ich hier nicht stehen, du Glatzkopf. Mach mir ja nicht von der Seite an. dafür bist du aber noch ein wenig zu jung. Hier haben nur echte Männer was verloren. Bist du der Weihnachtsmann oder warum sagst du ho ho? Egal, ich bin vergnügt und froh. Ja, aber ich bin ein echter Mann, siehst du das nicht? Ja, eben. Lüg nicht, du hast ja noch nicht mal einen Bart. Ja, dann komme ich wohl wieder, wenn ich einen Bart hab, wa? Das oder ein Bart macht, ja, vielleicht. Oder ein Bart macht doch keinen Mann. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Es dauert zwar ein paar Jährchen, bis ich wiederkomme, aber so lange kannst du ja warten, ne? Ja, genau. Oder wir müssen, okay. Egal, wir wurden rausgeschmissen. Ja, sag mal, das Pferd sollten wir uns vielleicht mal genauer anschauen. Ich kann mich mal direkt dahinter stellen, vielleicht tritt es uns ja. Oder es furzt uns an wie in Freddy Farkas. Und dann bist du an den 14 gestorben. Das war stimmt, auch. Das war doch irgendwie so am Anfang, ne? Ja, das war ziemlich am Anfang. Gott, das war grauenvoll. Ich mag das Spiel nicht. So. Oh. Ich hab's versucht mal zu spielen, aber ich bin nicht weit gekommen. Ich weiß auch nicht warum. Na, ich hab's ja geletztplayed, insofern hab ich's ja tatsächlich einmal geschafft, zu spielen. So, dieser Schweif sieht sehr verführerisch aus, ne? So, absolut. Haare. Deswegen. Schnippel die Schnapp. Schnippel die Schnapp, dem fährt das Schwänzchen ab. Und der guckt. Das war ja nicht das Schwänzchen, sondern der Schweif. Der Schweif, ja. So, und wie kleben wir jetzt das Ding fest an ihm? Vielleicht benutzen? Mal gucken. Einfach nur benutzen vielleicht und dann klemmt sich das unter die Nase. Ja. Wow, Tom Pornobalken. Also, wir haben es auch mit Pornobalken hier, ne? Aber wirklich. Also wenn das jetzt nicht die absolut beste Verkleidung der Welt ist, dann weiß ich auch nicht, ey. Sie ist einfach genial, oder? Ich fast so genial wie Freddy. Kann nicht klappen, es muss klappen. Doch, er lässt uns durch. Oh, da steht ein Klavier. Kannst du das Klavier spielen? Ich kann hier gar nichts spielen, gar nichts machen. Mir ist gar nichts im Anklicken, nur die... Nur die Dame, Lily. Saloon Lily. Okay, das ist ja eine Rolle für mich hier wieder. Oh, so. Guck mal, die hat immer ein schönes Dekolleté. Das muss ich mal genauer angucken. Ja, guck mal. Nicht zu sehen, bist doch. Also Tom! Da ist eine Menge zu sehen. Das enttäuscht er mich aber wirklich. vielleicht ist er ja schwul. Der Bart ja, würde es ja passen, ne? Ja, sieht fast so aus wie Marco, ne? Ja, so blond gefärbte Haare. So, Lilly. Also, na hübscher, was soll es denn sein? Ah, einen doppelten Whisky, nee, Quatsch. Sind Sie die berühmt-berüchtigte Bar-Dame, mein Gott. Saloon Lilly, Banküberfall. Nein, ich bin Madame Sadie. Warum? Wer? Ja, allerdings, hübscher. Warum? Weil ich was für sie habe. Lady, ja. Madame, Domina, wie auch immer. Lady. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass du es mir einfach gibst, was? Ja, toller Einfall. Hätte auch von mir stammen können, aber egal. Jo, Tom. Ach. Dann gebe ich ihr mal das Ding, wa? Genau. Guck mal her, Mädel, ich stecke ihn dir in deinen Ausschnitt. Zack. Wow, was bist denn du für ein Draufgänger, Kleiner? Ja. Was denn das? Ich muss es einfach erstmal lesen. Ja, offenbaren Sie sich mir, der Welt, die Leiden des jungen Schmierseifenhändlers. Ja, so jung ist er doch gar nicht mehr. Liebste, Geliebte, Allerliebste, du meine große Liebe. Und das war erst die Überschrift. Mein Gott. Ich muss es dir, oh meine Holde, nun endlich aus der Ferne gestehen. Ich liebe dich. Ja, wer hätte es gedacht? Aha. Wahrscheinlich kennst du mich nicht einmal. Wahrscheinlich hast du mich noch nie beachtet. Ja, wahrscheinlich hattest du auch keinen Grund dazu. Die lässt sich genauso. Du, ein farbenprächtiges Vögelchen, ein glitzerndes Kleinod in der Welt des Showbusiness. Oh mein Gott, ist der schwülstig. Oh Gott, jetzt wird er noch poetisch hier. Ich bin nicht ganz mitgekommen. Kannst du das wiederholen? Nein, das wiederhole ich jetzt nicht. Ich dagegen, ein miserabler, hoffnungsloser, kleiner Verkäufer. Ob der Brief die Sache hoffnungsvoller gestaltet, demnächst auf diesem Monitor. Ja, wir sind gespannt. Ja.
Wie könnte ich erwarten, dass du mir auch nur ein Quäntchen deiner kostbaren Aufmerksamkeit schenken würdest? Oh, komm zur Sache, oh, Mann. Ich hab doch was zu erledigen. Was ist das für ein ewiger Brief hier, ey? Ja, Liebesbriefe sind so. Oh Gott. Und dennoch heißt es nicht, Liebe überwindet alle Schranken. Ja, in diesem Fall muss ich nur die Bartheke überwinden. Jo. Und deshalb... Ja, was ist denn jetzt los? Sie liest nicht mal laut. Aha. Oh, der Brief stammt von Hardy Saubermann Jitterberg. Oh. Ja. Ja, ne, um Gottes Willen, von, wo ist das nicht? Richtig, Lady. Ja. Oh, danke, dass du mir diesen wunderschönen Brief überbracht hast. Wie ist dein Name? Ist egal, was man nimmt, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich würde dir lieber die Wahrheit sagen, allerdings. Schade. Ich bin aber Fürst Xian Chang der Dritte. Ja. Auch Tom genannt. Also, ich danke dir vielmals, Tom. Meine Güte, was hier alles so Aufregendes passiert. Ja, ist sehr aufregend hier, muss ich sagen. Ja, total. Oh, erst gestern hat sich hier der berühmte Westernheld Greenhorn Jim ein Zimmer gemietet. Ja. Aha. Wofür war er denn berühmt, bitte? Ja, fragen wir mal. Keine Ahnung. Na, wegen seinem fabulösen Doppelpunkt. Oh, das hat sie bestimmt selbst getestet. Ja, würde ich sagen. Ja. Bitte, bitte, das ist jetzt ein Gewehr, oder? Ja, hoffentlich. Nichts Schlimmes. Oh, das mehrschüssige Donnerrohr mit den Silbernieten. Oh, hey, Silber. Silber. Ja. Nieten, ja, Silbernieten. Ja, 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 ja. Ich muss den Typen dringend sprechen. Ich könnte ihn für dich herrufen. Wieso, steckt er hier in deinem Dekolleté oder was? Wer weiß, oder unter ihrem Rock. Nein, bitte, bitte tun Sie das für mich. Alter, würden Sie das wirklich für mich tun? Mich, arme, kleine Sau? Mit angeklebten Pferdehaarbart. Natürlich, aber um mich nachher mit Hardy zu treffen, will ich mich möglichst herausputzen. Ja, willst du ein Stück Seife jetzt oder was? Und da bräuchte ich noch dringend ein hübsches, ausgefallenes Kleidungsstück. Ah. Ich hab da auch so eine Idee gerade. Auch, ja. Ja. Und ich soll Ihnen das besorgen, dann rufen Sie Greenhorn Jim. Ja, exakt erkannt. Oh, Erpressung. Na gut, ich werde mal schauen, ob es da nicht was gibt in deiner Größe 95F oder so, keine Ahnung. Jo, und ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt. Lass uns das in der nächsten Folge tun. Genau. Bis dato sagen wir dann wieder, was sagt man im Western, wenn man Tschüss sagt? Howdy, nee. Howdy, heidi ho. Howdy, heidi ho, genau. Ja. Ach, jetzt habe ich das Lied gar nicht gesungen. Na egal, macht nichts. Das kommt später noch. Mal gucken, ob ich da noch die Gelegenheit zu habe. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao.